Du lebst in einem Bezirk, der Moskau sehr ähnelt. Ja, das finden wir auch. Meine Frau und ich bezeichnen das hier als die Kutusowski-Straße. Willst du jemals nach Russland zurückkehren? Ich würde gerne in ein anderes Russland zurückkehren. Das aktuelle Russland würde ich nie wieder betreten. Ist das möglich? Das ist meine große Hoffnung und wir dürfen die Hoffnung nicht verlieren. Hallo zusammen, ich bin Maja Borsunova, unabhängige Journalistin aus Russland und laut Kreml eine internationale Agentin. Und natürlich eure persönliche Propaganda-Erklärerin. Heute stelle ich euch eine Person vor, von der ihr bestimmt noch nicht gehört habt. Gestatten, Andrei Baranov. Er hat seit 2003 für das russische Staatsfernsehen gearbeitet. 2010 wurde er zu einer Art Europachef für alle Staatssender und Radiostationen. Mit anderen Worten, er arbeitete im vermoderten Westen. Obwohl der Westen zu diesem Zeitpunkt noch nicht vermodert war. Aber lasst uns mit Andrei persönlich sprechen. Warum Staatsfernsehen? Du wolltest schon immer Journalist werden und im Fernsehen arbeiten, stimmt's? Ich wollte schon immer die Welt sehen. Deshalb wollte ich auch immer ein Auslandskorrespondent sein. Das Staatsfernsehen war dabei nie mein oberstes Ziel. Aber sie waren die Einzigen, die die Ressourcen hatten, ihre Reporter ins Ausland zu schicken. Ja. 2010 waren die Beziehungen zwischen Russland und dem Westen ja noch total harmlos. Wie war es damals, als Europakorrespondent für das russische Staatsfernsehen zu arbeiten? Wie habt ihr eure Themen ausgewählt? Wie lief eure Arbeit ab? Als ich 2010 versetzt wurde, lag der Fokus auf der Versöhnung mit dem Westen. Es gab sogar Verhandlungen über das visafreie Reisen zwischen Russland und der EU. Es gab keinerlei Anweisungen, negative Berichterstattungen zu machen. Unser Büro in Brüssel war dahingehend besonders, weil wir eine höchst mobile Truppe waren. Von dort aus kamen wir überall hin. Wir waren in Libyen während des Krieges. Wir berichteten vom arabischen Frühling. Wann begann sich der Kurs zu ändern? Schon als ich anfing, dort zu arbeiten, hatte der Chefredakteur der Nachrichtensendung ein Telefon mit einer Direktdurchwahl zum Kreml. Aber ich kann nicht sagen, wann genau sie beschlossen haben, den Westen schlecht zu machen. Doch bereits 2012, während der Proteste auf dem Balotnaya Platz, hieß es plötzlich nur noch, dass Europa in einer Krise stecken würde und Probleme mit Einwanderung, mangelhafter Demokratie, Arbeitslosigkeit und Armut hätte. Durch den arabischen Frühling wurde die Regierung paranoid. Sie befürchtete, dasselbe würde in Russland passieren. Sie taten alles daran, die öffentliche Meinung zu demokratischen Veränderungen negativ zu beeinflussen. Danach hat sich natürlich alles verändert. Kam es schon mal vor, dass dir konkret gesagt wurde, der Bericht muss genau die und die Handlung haben? Ja. Ich habe euch schon oft vom sogenannten vermoderten Westen erzählt. Der vermoderte Westen ist mal wieder auf dem Vormarsch, dem Rest der Welt und Gott bewahre, auch uns seine Werte aufzuzwingen. Wir sind natürlich dagegen. Als dieser Begriff das erste Mal im Fernsehen auftrat, mussten wir lachen. Das vermoderte Europa wurde zu einem Meme und stand symbolisch für die Gruselgeschichten, die im Fernsehen erzählt wurden. Doch heutzutage ist das kein Witz mehr, denn durch die jahrelange gezielte Propaganda hat die Mehrheit der Menschen angefangen, das zu glauben. Sie glaubten sogar, dass der Westen voll mit Perversen wäre. Werden Pädophile etwa bald als neue sexuelle Minderheit bezeichnet? Es sieht leider ganz danach aus. Was kommt als nächstes? Serienmörder begnadigen? Können Sie sich vorstellen, dass die in Dänemark einen Puff für Zoophile betreiben? Da kann man hingehen und eine Schildkröte vergewaltigen. Diese Idioten! Und uns versuchen sie, das auch beizubringen. Das ist die Wahrheit! Sie glaubten außerdem, dass der Westen die Ukraine nur ausnutzt und gar nicht will, dass der Krieg endet. Es gibt keinen Zweifel daran, dass wir mittlerweile gegen die NATO kämpfen.
Sieht so aus, als hätte der Westen tatsächlich beschlossen, bis zum letzten Ukrainer gegen Russland zu kämpfen. Und natürlich ist der mysteriöse, kollektive Westen Russlands größter Feind. Ich denke, der Krieg ist unumgänglich und der Narzissmus in Deutschland nimmt gerade richtig Fahrt auf. Jetzt muss das ganze Land die Zähne zusammenbeißen und in den Krieg ziehen und auch bittere Erkenntnisse erleben. Denn wir befinden uns nicht nur mit dieser Bandera-Drecksbande und den Schwuchteln in der Regierung im Krieg, sondern mit der gesamten satanischen Maschinerie des Westens. Wir haben uns die aktuelle Propaganda mit Andrei angeschaut und darüber gesprochen, ob es früher möglich war, über solche Dinge zu sprechen und wie aufrichtig unsere Propagandisten sind. Frieden mit dem Russlands, ein aufschlussreicher Grammatikfehler, das wurde offensichtlich von einem Ostdeutschen geschrieben, der vor langer Zeit Russisch in der Schule hatte. Frankreich. Seit mehreren Wochen finden dort Antikriegsproteste statt. Macron würde das Land in den Krieg führen, indem er sich den USA unterordnet, sagt der ehemalige EU-Abgeordnete Florian Philippot. Er zerschnitt sogar die NATO-Flagge. Nein zu Panzern, Flugzeugen und Raketen für die Ukraine, steht auf den Plakaten der Demonstranten in Paris. Auch in deutschen Städten findet eine Reihe von Antikriegsmärschen statt. Wir brauchen Frieden, fordern deutsche Demonstranten von ihrer Regierung. Im Grunde ist doch klar, was da passiert. Diese Demonstrationen fanden ja wirklich statt. Ja, ich musste sehr ähnliche Demonstrationen filmen. Als sich der Wind drehte, haben wir ständig dieselben Interviews aufgezeichnet. Ich habe bestimmt 8-mal Marine Le Pen getroffen. Ich war sogar bei ihr zu Hause. Wir haben diese ganzen Clowns, diese Populisten, einfach sehr geliebt. Wir baten sie darum, bestimmte Ereignisse zu kommentieren und ihre Sichtweise mit uns zu teilen. Als wäre sie eine Art oppositionelle Meinung in Europa. Und Mainstream. Ja, genau, und Mainstream. Aber die Redaktion wollte nicht, dass ich erwähnte, dass das keine wichtigen Politiker waren. Und einmal musste ich zum Beispiel in Mailand über die erstaunlichen Ereignisse des Kongresses aller rechtspopulistischen Parteien in Europa berichten. Da gab es die Lega Nord, den Front National, die ungarische Jobbik-Partei, die einfach nun ja alle total faschistisch sind. Und sie waren alle im selben Raum. Und wir waren das einzige Fernsehteam vor Ort, glaube ich. Und ich denke daran, dass es ein Moment war, in dem das ganze böse politische Europa an einem Ort war. Es war so. Er sieht doch aus wie Hitler. Ja, tut er. Ein und dasselbe Gesicht. Und die Gestikulation. Wie findest du das? Das ist die typische Goebbelsche Propaganda. Das haben wir in der Journalistenschule gelernt. Dieses Format von wegen, wir können jetzt alles im Fernsehen sagen, entstand nach meinem Ausstieg. Hannah Arendt schrieb von der Banalität des Bösen. Das ist die Banalität des Bösen. Was benötigt es, um sein Leben von Grund auf zu ändern und komplett von vorne anzufangen? Glaubt ihr, dass diese Menschen die Chance haben, ihr Leben zu ändern? Wann hast du begriffen, dass das, was passierte, nicht mehr mit deinem Gewissen vereinbar ist und du gehen musst? Naja, das passierte ja nicht über Nacht. Die Krim war der Moment, an dem ich begriff, dass das alles untragbar ist. Russland hat einen offenen Akt der Aggression gegen einen benachbarten Staat vollzogen. Und es gab keine Bemühungen, dieses Ereignis zu reflektieren. Jegliche Meinungen wurden unterdrückt. Und es war unmöglich, danach noch im Journalismus zu arbeiten. Und du bist gegangen. In welchem Jahr? Etwa im März 2014 wurde die Krim annektiert und meine letzte Reportage für das russische Fernsehen war über den Terroranschlag in Nizza, als ein LKW an der Strandpromenade in eine Menschenmenge fuhr. Das war im Juni 2016. Aber im Grunde habe ich das gesamte Jahr 2016 kaum was für die gemacht. Ich habe mich rausgehalten. Die haben schon gewusst, dass ich gehen werde. Ich habe nur noch auf meine Nachfolge gewartet.
Du hast erwähnt, dass du nach dem Ausstieg dein Image komplett verändert hast. Ich habe mir direkt einen Bart wachsen und mich tätowieren lassen. Nach meinem Ausstieg ließ ich mir als erstes George Orwells Buchcover 1984 stechen. Und all diese Prinzipien treffen immer noch zu. Alle Maximen, die in dem Buch stehen, wie Frieden ist Krieg, Freiheit ist Sklaverei, 2 mal 2 ist 5, diese Menschen tun genau das. Sie befinden sich genau dort. Orwell hat bereits 1940 über sie geschrieben. Wie hart war es für dich, diese Entscheidung zu treffen? Was hat das psychologisch mit dir gemacht? Ich war in einer furchtbaren psychologischen Verfassung. Schon in Russland war ich am Ende depressiv. Im Exil wurden Panikattacken daraus. Ich bin ständig ohnmächtig geworden. Es war wirklich schlimm. Ich habe dann eine Therapie angefangen und Medikamente genommen. Hat das lange gebraucht? Ich bin immer noch dabei. Glaubst du, das hängt direkt mit dem zusammen, was du beruflich getan hast? Oh ja, auf jeden Fall. Dieser innere Konflikt, die Gewissensqualen, jeder trägt das in sich. Das ist das, was uns von Tieren unterscheidet. Das Gewissen ist ein wichtiger Teil unseres Bewusstseins und Unterbewusstseins. Wenn man jahrelang gegen das eigene Gewissen handelt, ist das zutiefst destruktiv. Diese ganzen Menschen sind krank, sehr krank. Sie sind kaputt, auch wenn sie es selbst nicht wissen. Sie sind menschliche Wracks. Was machst du heute so? Ich arbeite aktuell an einem Code für ein Programm. Wie ich mir diesen Beruf ausgesucht habe, das hat sich so gefügt. Ich habe damals überlegt, welcher Beruf lässt mich am meisten wie ein Weltbürger fühlen. Mir war das schon immer wichtig, auch nicht an die russische Sprache gebunden zu sein. Und heute arbeite ich in einem großen IT-Unternehmen in einer bedeutenden Stellung und das gefällt mir sehr. Erzähl mal über das Plakat. Was ist das für ein Plakat? Meine Frau Marina und ich versuchen, uns in irgendeiner Form am politischen Leben zu beteiligen. Wir gehen zu einigen großen Demonstrationen im Zusammenhang mit dem Krieg und Nawalny. Das war die letzte Demonstration, gewidmet dem Jahrestag des Kriegsbeginns. Ich habe dieses Plakat gemalt, weil mir das sehr nahe ist. Ich bin mit diesem Plakat herumgelaufen. Es ist beidseitig beschrieben. Die andere Seite zeigt Fakten auf, was Russland in der Ukraine tut. Warum hast du dieses Plakat in erster Linie der Propaganda gewidmet? Weil Propaganda in vielerlei Hinsicht der Grund dafür ist, warum wir uns jetzt in dieser Situation befinden. Denn wir haben eine lange Zeit zugelassen, dass sie uns einer Gehirnwäsche unterziehen. Und Russland wäre ohne Propaganda nicht der Staat, der er jetzt ist. Inwieweit, denkst du, sind die Propagandisten verantwortlich für das, was gerade passiert? Und wir wissen, dass viele bereits ausgestiegen sind, als die Invasion in vollem Umfang begann, einige leiser, andere lauter. Bist du der Meinung, dass sie damit generell von der Verantwortung ihrer Handlungen bis 2022 befreit sind? Natürlich ist es schwer, das noch abzuwaschen. Ich schätze die Menschen, die bereits 2021 entschieden haben, dass es so nicht weitergeht. Trotzdem müssen sie für diese 7 Jahre Verantwortung zeigen. Einer der lautesten Fälle ist Marina Ovsyannikova, die mit einem Plakat während der Abendnachrichten vor die Kamera trat. Wie hast du auf diese Aktion reagiert? Ich war begeistert. Ich finde, dass das eine Heldentat ist und das ist großartig. In den westlichen Medien ist sie zur Hauptheldin geworden. Sie ist das Gesicht des Widerstands in der Propagandamaschine. Aber wenn man über die russische Opposition spricht, wird sie immer noch mit Skepsis behandelt, denn sie hat immerhin 19 Jahre lang im Fernsehen gearbeitet und in der Zeit ist viel passiert. Du und ich haben über die Annexion der Krim gesprochen, über manipulierte Wahlen und so weiter und so fort. Sie war keine Moderatorin, sie war keine Texterin, sie arbeitete in der Städteabteilung. Das war ihre persönliche Entscheidung und das ist auch gut so. Aber sie verkörpert nichts. Es ist eine einzige mutige Person. Was würdest du den Leuten sagen, die aus dieser propagandistischen Maschinerie rauswollen, aber sich nicht trauen?
Und ist es dafür schon zu spät oder ist es dafür nie zu spät? Es ist nie zu spät, seinen Lebensstil zu ändern. Das Leben der Menschen verändert sich, weil russische Granaten durch friedliche ukrainische Städte fliegen. Nun, da gibt es im Grunde keine Entschuldigung dafür, sein Leben nicht zu ändern. Ja, es ist schwer, es ist riskant. Ja, es ist unglaublicher Stress. Ja, du wirst mit deiner psychischen Gesundheit bezahlen müssen. Aber das ist in jedem Alter machbar. Würdet ihr denjenigen verzeihen, die die ganze Zeit für die Propaganda gearbeitet haben und dann beschlossen haben, aufzuhören? Inwieweit sind eurer Meinung nach die Medien für all das verantwortlich, was jetzt passiert? Wie der Fall von Andrei zeigt, ist es ein langer Weg, dem Bösen zu entkommen. Und manchmal lässt es einen auch nicht mehr los. Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Das war eure Agentin in der Welt der russischen Propaganda, Masha Borsunova. Auf Wiedersehen.